Das ist sehr schwierig, weil Filmgeschmack für mich sehr subjektiv ist. Ich glaube, ein schlechter Film ist ein Film, der keinerlei Emotionen auslöst. Das heißt, keinen Hass, keine Tränen, kein Lachen, keinen Ärger. Und ich glaube dann, wenn man einfach sich nur fadisiert, ist der Film schlecht. Es gibt viele schlechte Filme, die mir so nicht gefallen haben, aber ich habe noch nie den schlechtesten Film aller Zeiten gesehen. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, welchen Titel ich nennen sollte, weil ich es vermeide, mir künstlich Sachen zu merken, die für mich nichts bringen. Also das könnte man ad hoc sagen, nachdem man den Film gesehen hat, dann kann ich sagen, das war der schlechteste Film ever. Aber jetzt, also ich habe kein Repertoire, wo ich sage, das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Ja, das ist vielleicht auf der anderen Seite besser, aber das muss man sich halt anschauen. Eben genau das Gegenteil. Ein Film, der Emotionen auslöst, ein Film, den ich mir gerne anschaue, ein Film, der kurzweilig ist, ein Film, der mir neue Seiten am Leben zeigt, ein Film, der mir neue Bilder zeigt. Es kommt darauf an, welches Genre. Es gibt in allen Genres gute Filme. Es gibt in vielen Bereichen Filme, die es schaffen, auch ohne eine sehr dramatische Geschichte zu verfolgen oder irgendwas, diese Emotionen auslösen. Und das ist meine persönliche Herangehensweise an einem Film, wo ich sage, wenn ich drinnen sitze, vorzugsweise im Kino oder sonst wo, und es kullert mir eine Träne über den Wangen, dann weiß ich, okay, der berührt mich. Und wenn ich in einer Tour lache, dann weiß ich, der berührt mich. Und genau das ist der Punkt, wo ich sage, das macht einen guten Film aus. Ganz viele. Einer meiner All-Time-Highs ist Cinema Paradiso, glaube ich, hat der geheißen, wo es einfach um die Liebe zum Film geht, um die Liebe zum Kino. Einer meiner All-Time-Highs war sehr kurz, aktueller Film von Michael Haneke, Amour, aber auch der deutsche Spielfilm, ob das jetzt ein Til Schweiger-Film ist oder ob das ein Uli Herwig-Film ist. Geht auch nach Amerika, wo ich sage, eine Star Wars-Geschichte, eine Star Trek-Geschichte, wo ich mir einfach denke, jeder hat aus anderen Bereichen Dinge, die er einem Menschen näher bringt. Das eine ist komplett Science Fiction, das andere ist halt pure Realität, und da muss ich sagen, den einen Superfilm gibt es nicht, aber es gibt vielleicht sogar einen Superfilm, den habe ich sehr lange, oder es gibt mehrere. Irina Palm war für mich ein Erlebnis am Festival gesehen, eine belgische Co-Produktion, ein zweites Erlebnis aus der jüngsten Geschichte, auch schon wieder ein paar Jahre her. Wer früher stirbt, ist länger tot aus Bayern. Das sind dann einfach Filme, wo ich sage, das kommen aus den verschiedensten Richtungen, bringen Komödiantisches und Dramatisches zusammen. Das macht vielleicht dann doch die besten Filme aus. Die Frage ist immer, was denkt ein Publikum über eine Webseite? Und das ist gar nicht das, was ich denken will, sondern die Frage ist, wie nimmt es die Masse auf? Und ich versuche die Frage anders zu beantworten, indem ich sage, es gibt wahnsinnig viele interessante Webseiten, es gibt wahnsinnig viele Projekte im Web. Wir selber betreiben eines, und ich sehe erstens die Schwankungen beim Traffic, und zweitens, ich sehe, dass halt nicht jedes grundsätzlich potenzielle Facebook ein Facebook wird. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, auch wenn ich es gut finde, heißt das nicht, dass es gut ist, und wenn ich es schlecht finde, heißt das nicht, dass es schlecht ist. Weil gerade im Internet leider, oder auch gut zu vielen Teilen, die Masse zählt. Insgesamt finde ich es ein, ich sage jetzt mal, ambitioniertes Projekt. Die Frage ist, lässt es sich über kurz oder lang so weit weiterentwickeln, dass man sagt, das ist ein eigenständiges Ding. Das wird sich zeigen.